ihr Lieben, ich bin Christin alias Dekolinchen und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr ganz schnell und einfach eine süße Kinderschürze nähen könnt. Den Schnitt für die Kinderschürze Backelinchen findet ihr auf meinem Blog stekolinchen.blogspot.de. Für die Kinderschürze braucht ihr folgende Teile, und zwar zweimal das Teil für die Schürze, zwei Teile für die Tasche und Schrägband. Dafür schneidet ihr euch einmal 23 cm und zweimal 85 cm ab. Die Kinderschürze könnt ihr auch als Wendeschürze nähen, dafür verwendet einfach zwei unterschiedliche Stoffe. Und wer möchte, kann auch noch eine Tasche auf die Rückseite nähen, dazu braucht ihr zwei weitere Teile für die Tasche. Wir beginnen nun mit der Tasche. Wer möchte, kann sich die Tasche auf der einen Seite auch noch verzieren, zum Beispiel mit Borte oder Zackenlitze, oder ihr bestickt euch die Tasche, je nach Wunsch. Ich lasse jetzt einfach alles so und lege beide Seiten rechts aufeinander und stecke mir das mit ein paar Klammern fest. Wir nähen nun, beginnend hier unten an der runden Ecke, einmal ringsherum und hören hier wieder auf, damit wir hier eine ca. 4 cm große Wendeöffnung haben. Am Anfang verriegeln wir die Naht. Ich nähe das Ganze füßchenbreit mit einem normalen Schleppstich der Größe 3. Am Ende verriegeln wir die Naht wieder. Wir haben hier die Wendeöffnung von 4 cm. Jetzt kürzen wir noch ein bisschen die Ecken. Wer möchte, kann hier unten noch ein bisschen einschneiden, dann legt sich's schöner rum. Und nun wenden wir die Tasche durch die Wendeöffnung. Nach dem Wenden legen wir die Wendeöffnung schön aufeinander, stecken uns das mit einer Nadel und bügeln das Täschchen. Nun nähen wir die Tasche auf das Vorderteil. Dazu könnt ihr euch das Schnittmuster zur Hilfe nehmen, legt es einfach auf und seht hier die Position der Tasche und steckt euch das Ganze mit ein paar Nadeln fest. Wenn ihr eine Wendeschürze näht, wiederholt die Schritte einfach genauso auf dem Rückteil. Wir nähen die Tasche nun ganz knappkantig, ca. 3 mm. vom Rand fest. Wir verriegeln den Anfang wieder. Bei dieser Naht wird auch automatisch die Wendeöffnung der Tasche geschlossen. Das Ende verriegeln wir auch wieder. Jetzt nähen wir die beiden Schürzenteile rechts aufeinander. Und zwar, Moment, stecken wir uns jetzt auch gleich noch mit ein paar Nadeln. Beginnen von dem einen Armausschnitt, hier runter, rüber und bis hierher. Nur von hier bis da. Die Seite da oben bleiben offen. Wir beginnen nun hier am Armausschnitt, verriegeln die Naht wieder und nähen füßchenbreit einmal ringsherum bis zum anderen Armausschnitt. Wir nähen nun bis zum Armausschnitt und verriegeln die Naht wieder. Nun schneiden wir nach unten die Ecken ein bisschen kürzer und wenden die Schürze auf rechts. Arbeitet die Ecken schön aus. Ihr könnt das Ganze jetzt auch noch schön ausbügeln. Diese Kante und hier ganz schön ausbügeln. Wenn ihr die Schürze schön gebügelt habt, könnt ihr diese Strecke einmal ringsherum absteppen. Beginnen von der einen Schulter bis zur anderen. Ich mache das auch circa füßchenbreit. Jetzt kommt das kurze Schrägbandstück an den oberen Rand. Und zwar stecken wir uns das mit Nadeln hier oben fest.
achte darauf, dass es den Stoff von der Vorder- und Rückseite gut einfasst. Das Schrägband sieht nun so aus, es soll beide Seiten gut verdecken. Ich nähe das Ganze jetzt mit einem Zierstich, sodass das Schrägband auf der Vorder- und auf der Rückseite gut gefasst wird. Ihr könnt dazu auch einen breiten Zickzack verwenden oder einen anderen Zierstich, den ihr auf eurer Nähmaschine habt. Oder eben mit einem ganz normalen Steppstich, das geht natürlich auch. Jetzt nähen wir das Schrägband an die Seite. Dazu messt ihr euch 30 cm von einer Seite. Und legt es hier unten an. Die 30 cm beginnen hier. Und auch hier stecken wir unser Schrägband genau wie am oberen Rand fest. Fertig gesteckt sieht das Ganze nun so aus. Wir haben unten 30 cm überstehen und oben auch. Jetzt nähen wir wieder von hier bis da mit dem gleichen Zierstich wie hier oben. Wir nähen bis oben hin an die Kante. Und den Arbeitsschritt wiederholt ihr nun einfach auf dieser Seite ganz genauso mit dem anderen Schrägband. Wir schneiden nun an den oberen Ecken des Schrägbands die Ecken ein kleines bisschen ab und falten das um. So legt sich es nämlich schön herum und einmal noch zusammen und stecken das so mit Nadeln. Und zwar das ganze Schrägband entlang bis hier runter. Und diesen Arbeitsschritt wiederholen wir jetzt an allen vier Bändeln. Wenn ihr alle vier Bändel gesteckt habt, müsst ihr sie jetzt nur noch hier knappkantig mit einem normalen Steppstich abnähen. Bis hier hoch und hier oben wieder verriegeln. Das wiederholen wir dann an allen vier Seiten. Auch hier verriegeln wir den Anfang. Wir nähen jetzt bis hoch. Lasst euch dabei Zeit, es ist ein bisschen knieschwierig. Jetzt drehen wir den Bändel. Nochmal zurück. Okay. Und diesen Schritt wiederholen wir jetzt an allen vier Bändern. Und fertig ist die Kinderschürze Backelinchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht auch Lust bekommen, so eine Schürze zu nähen. Vielleicht zu Nikolaus oder für die Weihnachtszeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!